Erbsensuppe. Schön, und geht nachher los. Und auch. Here we go, Hamburg, Obsession, 16. Geburtstag. Zeig ein Gedicht, Thomas, zum. Zeig ein Gedicht zum 16. Geburtstag der Obsession. Ob du behindert bist. Gut. Dem Rat meines Hausarztes verfolgend tragen wir alle Mundschutz. So wie wir wissen, das Coronavirus hat auch Hamburg erreicht. Hat Hamburg fest im Wirr gegriffen. Mhm. Aber nicht mit uns, denn wir sind vorbereitet. Thomas, lies die Fragen vom Carsten am besten. Okay. Das ist wie immer perfekt geplant, die erste Frage direkt an mich geht. Thomas. Thomas. Oh. Du als Hamburger Urgestein. Mit Reeperbahn und allem. Ist eine Veranstaltung wie Obsession The Club da nicht obsolet? Oder ist Hamburg eher genau dafür das richtige Pflaster dafür? Okay, ich muss das mal loswerden. Komm nicht so nah. Okay, ich glaube, es ist sicher. Komm nicht so nah. Gut. Ja, eine Frage. Also zum einen, ich habe ja gerade schon mal die Ausstellung gesehen, ich glaube, dafür ist nirgendwo das richtige Pflaster. Aber um die Frage zu beantworten, Reeperbahn und so ist ja damit nicht vergleichbar. Es ist ja eigentlich eher Strip-Shows für besoffene Proleten, während das hier ja eher Kunst von einem besoffenen Proleten ist. Ich wollte gerade sagen, was hast du denn besoffene Proleten? Hier ist ja eher so das Missing Link zwischen Gosse und Hochkultur. Schön. Danke. Damit kommen wir zur Frage 2. Die Ausstellung von Binz. 100% uncensored. Ist sie wirklich ein Schocker oder verdrängt ein durch Facebook und Instagram amerikanisiertes, brutes Weltbild provokative Kunst in die Schmuddelecke? Können wir bitte uns kurz eine Sekunde nehmen, um die Formulierung dieser Frage wertzuschätzen? Dem Carsten sei ein Trulala, würde ich sagen. Allerdings. So, wie war die Frage? Ob die Ausstellung wirklich ein Schocker ist oder verdrängt ein durch Facebook und Instagram amerikanisiertes, brutes Weltbild provokative Kunst in die Schmuddelecke? Was würdest du dazu sagen? Ich würde sagen, Ansichtssache. Beschreib mal das Gesamtkunstwerk Vinz Voltage. Oh Gott, oh Gott. Also Fotos, Performance, Selbstdarstellung und was wir davon auf einer Obsession zu sehen haben. Hm. Ich glaube, ich würde die Reihenfolge ändern. Selbstdarstellung, Performance, Fotos. Ja, dann ist das. Oh mein Gott. Da müssen wir wahrscheinlich tatsächlich am besten die ganzen Hater-Fotografen fragen, die dazu wahrscheinlich sehr dezidiertes Bild haben. Ich bin einfach Fanboy Number One. Wie arbeitet ihr beide als Künstler zusammen? Ich denke, ich habe mit dem Thomas schon viele Schlachten geschlagen. Gemeinsam haben wir hier letztes Jahr die Jaded Jewel Dancers fotografiert. Ich würde es als vollen Erfolg bezeichnen. Oh ja. So wie auch unser gemeinsames Projekt Tabu, welches uns in die tiefsten Tiefen und noch tiefer
geführt hat, doch. Und da wird noch einiges kommen, Thomas. Da hast du ein Flashback jetzt, so wie es aussieht. Ja. Also gemeinsame Projekte haben wir auch für 2020 wieder viele geplant. Ja. Oh ja, auf jeden Fall. Genau. Ich würde sagen, meistens ist es so wie, ich weiß nicht, Bonnie und Cher, manchmal wie Batman und Robin und oder Mr. Miyagi und Karate Kid. Ja, und relativ häufig ist es tatsächlich, erinnert es mich auch an meine Zeit als Zivildienstleistender, aber insgesamt auf jeden Fall noch great things to come. Absolut. Finde ich gut. Bin ich mal auf jeden Fall gespannt, was da noch so kommen wird. Bin ich auch. Kommen wir noch mal zu der nächsten Frage. Welche Fotografen, Künstler beeinflussen euch? Sieht man davon was bei 100% Unzensored? Da bin ich gespannt, wer da jetzt gerne genannt werden möchte. Ich mag keine anderen Fotografen, außer dem Peter Lovejoy, den ich sehr wertschätze. Und den Thomas Sprenger natürlich. Gell. Jetzt, wen möchte ich da noch ausnehmen? Den Fledermausland? Explizit ausnehmen. Ansonsten mag ich keinen Fotografen. Grüße an Fans. Was haben wir noch für Fragen? Ach stimmt, Katz habe ich vergessen zu erwähnen. Ja, und der ist ja auch in der Bedeutungslosigkeit versunken quasi. Ja. Habt ihr beiden Musen? Also du bist ja eine große Muse von mir, so auch die Lisa Rocketcock und der Thomas Sprenger. Den würde ich auch als Muse von mir bezeichnen, Thomas. Wie sieht's aus mit deinen Musen? Lass uns mal schon schauen, ob das gut ist, wenn du da stehst. Ja, das tatsächlich sieht es gut aus. Das sieht so aus, als würdest du dich schützen. Das könnte aber auch daran liegen, dass du aus dem Bett gegangen bist, dass es plötzlich gut aussah. Ich möchte mich da gar nicht so festlegen. Also im Prinzip, Alter, das gehört definitiv nicht zu meinen Musen, was da gerade zum Vorschein kommt. Naja, immer schwierig, irgendwie Leute aufzuzählen. Schwierig. Pisis, 16 Jahre Obsession. Du bist extra nach Hamburg gekommen, warst schon mal auf der Obsession Party. Ich war noch nie auf der Obsession Party. Für alles gibt es ein erstes Mal. So, deswegen bin ich auch hier, schön straight aus Köln hier rübergekommen, um mir das ganze Spektakel mal anzugucken. Ne? Und was ist der Fetisch, den du heute Abend ausleben möchtest? Das weiß ich noch gar nicht. Das sind die erste Male. Oder du meinst, dir fällt keiner mehr ein, der zum ersten Mal mir passieren könnte? Mir fällt keiner mehr ein. Also ich habe schon so gut wie so viel erlebt in der Hinsicht. Also mal sehen, was da kommt. Rock'n'Roll, Baby. Als guter Journalist müsste ich jetzt natürlich fragen, was genau, aber das soll ja auf YouTube laufen. Ihr seid beides Fotografen, Kollegen, sehr geschätzte Kollegen von mir. Fotografiert selber auch mit verschiedenen Kameras. Wo? Oh, du kennst dich aus. Was haltet ihr aus fotografischer Sicht von der Ausstellung, wie ich euch präsentiere? Aus fotografischer Sicht sage ich einfach, dass es eine andere Art von Kunst ist, so die du an den jeweiligen vermittelst. Und das schätze ich erstens sehr. Ich finde das ganz geil, weil man muss ja nicht immer das machen, was man sagt, ne? Oder man macht. So, deswegen von meiner Seite aus, ich bin guter Dinger. Danke. Scheiße. Das ist cool, aber kann auch Spaß sein. Ja. Thomas, was hältst du von Bonn? Ich schließe mich da eher der Internetgemeinde an. Ist das noch Kunst? Wie tief kann der Typ noch gehen? Es ekelt mich an. Ich bin eigentlich nur hier, um die Klicks abzugreifen. Ich meine, man kriegt eine echte Reaktion auf das Bild mit den. Das heißt,
die Sardinenbüchse. Drei Worte, mit denen du das Bild beschreiben würdest, das jetzt da wahrscheinlich verpixelt sein muss, aus datenschutzrechtlichen Gründen. Ich dachte aus Tierschutzgründen. Ich dachte aus Tierschutzgründen. Nein, das drei Worte. No fish were harmed. Geil, Mann, geil. Thomas, wie krieg ich die scheiß Kamera fokussiert? Keine Ahnung, hier vorne drin. Da? Sag doch einfach den, der sonst mal deine Bilder macht. Ah ja, da kommt er schon. Jetzt habe ich nur deine wollüstigen Blaselippen drauf, Thomas.